Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Mein Name ist Dialex, aka Alex. Und wir sind hier wieder im wunderschönen Haushalt Weiß unterwegs. Ich danke euch immer sehr herzlich dafür, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Und ich habe mir gedacht, dass wir jetzt in dieser Folge mal uns mit der Küche ein bisschen weiter auseinandersetzen. Dazu würde ich vorschlagen, dass wir erstmal hier nochmal die Theke platzieren. So, da haben wir jetzt auch eine wunderschöne Kochinsel dann in der Mitte drin. Der Geschirrspüler kommt hier vorne rein. Und hier würde ich vorschlagen, dass wir die wieder wegschmeißen. Was eigentlich blöd war. Die kommt nämlich raus. Der Ofen kommt rein. Und dann setzen wir die so hier hin. So. Wir haben hier die Kaffeemaschine, die würde ich dann hier hinsetzen wollen. Das passt nämlich ein bisschen besser. Was brauchen wir noch in einer guten Küche? Mikrowelle brauchen wir eigentlich nicht, können wir aber auch da hinsetzen. Und einen Mixer können wir uns eigentlich auch hier hinstellen. So. Becken haben wir. Telefon brauchen wir ja weniger. Was ich aber dennoch machen wollen würde. Das listige Licht kommt weg. Stattdessen hängen wir hier ein paar Schränke auf. So. Und dann müssen wir da jetzt noch irgendwie ein bisschen Licht hinkriegen. Ich weiß allerdings nicht wie, deswegen würde ich eigentlich nur vorschlagen, dass wir hier diesen Punktstrahler nehmen. Den hier so überall entlang setzen. Die Lichttrommel verkaufen wir. Hier ziehen wir noch eine neue Wand rein. Allerdings nur eine Halbwand. Die hier. Die wir natürlich dann auch damit. Fünf, ja, das passt. Die wir damit dann auch belegen, damit der Raum nicht unfertig ist. Mal zurück in den Kaufmodus. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Hier verschiedene Deko-Objekte. Den Hahnhalter finde ich jetzt nicht so cool, dass ich den jetzt hier freiwillig reinsetzen wollen würde. Und sonst haben wir eigentlich alles. Da bin ich doch recht zufrieden damit eigentlich. Fehlt uns damit denn jetzt noch irgendwas? Eigentlich nicht. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges drin? Eine Hecke. Die Dinger, Fenster, Clubsessel, noch ein Fenster. Noch ein paar Edelsteinchen. Die könnten wir eigentlich gut hier platzieren. So ein bisschen. Na, eigentlich nicht. Muss ja nicht alles so dekadent sein. Hier könnten wir theoretisch noch eine Pflanze oder irgendwie sowas hinsetzen. Dass das hier ein bisschen bewachsen aussieht, die Ecke. Können wir eigentlich. Ne, machen wir im Sommer, wenn wir den ganzen Garten gestalten. Und nicht so zwischendrin. Ja, damit müssen wir jetzt eigentlich alles haben, was wir brauchen. Ist das denn hier eigentlich jetzt auch hell genug? Geht. Ich würde vorschlagen, dass wir dann lieber hier nochmal eine kleine Reihe davon hinsetzen. Damit das Ganze auch gleichmäßig beleuchtet ist. So, damit bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Wir haben jetzt auch alles, was wir in der Küche benötigen. Wir haben Deko. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Damit bin ich doch sehr zufrieden. Hier, da wollte ich noch ein Fensterchen reinsetzen. Und zwar. Wir können natürlich auch so ein richtiges Fenster da reinsetzen. Da müssen wir allerdings gucken, welche Vorhänge dazu passen. Dann natürlich kein großes, so wie das hier, sondern ein etwas kleineres. Was allerdings auch hierzu passt. Das finde ich jetzt nicht so cool. Genauso wie das Fenster hier.
Sicherheitstrenner ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den können wir sogar wirklich nehmen. So. Und dann irgendwie so ein Vorhang dafür. Gibt's da sowas? So was Kleines? Ne, der nicht. Der nicht. Zu groß für draußen. Zu groß. Zu groß. Würde. Ja, der ist zu klein. Zu groß. Da müssen wir wohl den hier nehmen. Der war eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, dann können wir hier wieder alles starten. Davon war ich ja eben einen wunderschönen Screenshot von der neuen Küche. Mehr oder weniger neu. C. Perfekt, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir doch wieder gut was geschafft in der Folge. Haben auch schon gut Geld rausgehauen. Ich glaube, knapp 11.000 Simoleons müssten jetzt weg sein. Kommt hin. Also nicht gerade wenig, aber man musste sich auch was kosten lassen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Achso, nee, danke. Kein Festessen. Wir haben damit zu tun. Du bist hier noch am Benutzen. Müssen wir hier irgendwann. Das sollten wir dringend säubern. Boah, kann mir doch nicht mal angucken, ey. Boah. Hier ist soweit alles sauber. Da wird es jetzt gleich sauber. Napf füllen. Dann haben wir den immer voll. Das ist gut. Was musst du denn jetzt noch machen? Du musst mal nicht Geschicklichkeit. Nee, Logik musst du können. Also, wieder zurück nach oben und Schach üben. Du musst hier noch ein bisschen arbeiten, Igor. Mike ist ein bisschen einsam. Dann würde ich mal vorschlagen, dass ihr beide euch ein bisschen freundlich beschnüffeln, freundlich anbellen, freundlich Kontakt knüpfen. Oh, anscheinend gibt es wieder Rechnungen. Ja, Rechnungen bezahlen. Ja. Das sieht eigentlich soweit so gut aus. Ich mag das mit unseren. Blöder Köter. Gerade noch gelobt. Schön ist es, die Tiere zu haben. Und dann pinkelt er hier erstmal fett in den Hausflur. Na, wunderbar. Wie geht's dir denn? Dir geht's soweit gut. Du brauchst noch ein bisschen Spaß. Dann spiel mal ein bisschen damit. Achso, wir warten noch dran. Oh, Entschuldigung. Aber du darfst jetzt aus dem Napf fressen gehen. Und ihr muss den Wisch hier gleich wieder wegmachen. Okay, und er bekommt mal wieder 1000 Simoleons, weil er wieder bei einem schwierigen Fall geholfen hat. Finde ich gut. Hier wird noch schön Schach gespielt. 1.900 Simoleons Urlaubsgeld für Igor. Finde ich auch gut. Was machst du? Wieso machst du denn den Kauen da dran? Nein. Er ist schmutzig. Dann werden wir ihn natürlich erstmal baden. Mike weiß baden. Scheinbar lässt das sich sogar mit sich machen. Da bin ich doch jetzt mal sehr gespannt. Wunderschön. Ist das wunderschön. Kann ich das denn irgendwie auch gut drauf kriegen? So glaube ich. Finde ich gut. Mike scheint ziemlich zu zittern da drin. Sieht zumindest ein bisschen so aus. Doch, war herrlich. Gleich hast du wieder einen schönen, sauberen Hund.
Vor allem das Soziale baut sich dabei ab. Das ist ja total lustig. Und Katrin hat 196 Simoleons Urlaubsgeld erhalten. So ein bisschen föhnen hinterher. Wunderschön. Okay, dann. Ja, Pfütze machst du gleich. Aber erstmal freundlich. Nein. Zuneigung. Wir versuchen es mal. Ich hoffe, dass es geht. Hand beschnüffeln lassen, reden, streicheln, umarmen. Oh, es geht. Wunderschön. Ah, ich finde das so herrlich. Okay. Ja, jetzt kann Katrin auch das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, meine ich, das, mit Galaxien erforschen. Damit kann man auch ein bisschen Geld machen. Zuneigung, Leckerchen, Zuneigung, Umarmen, Zuneigung, Schmatzer, Zuneigung, Schmatzer ist neu. Hand beschnüffeln lassen, Zuneigung, Trick beibringen, nein, spielen, Tau ziehen. Nein. Wieso denn süßes oder saures? So gleich die Zeit dafür. Und wo ist der Typ jetzt? Hey, verstehe ich nicht. Egal. Ein Buch über Logik. Ah, das habe ich jetzt total verpennt. Egal. Manuel Zuneigung. Umarmen. Zuneigung. Hand beschnüffeln lassen und dann nochmal ein bisschen spielen. Jetzt erst noch ein bisschen jagen gehen. Ja, wunderbar. Macht ihr da mal. Katrin ist hier noch wunderbar am Üben. Ich glaube, die hat den ganzen Tag nur geübt, nichts anderes gemacht. Aber ist ja auch wichtig, man muss sich ja fortbilden für den Job. Und sie braucht eigentlich sogar schon Level 5. Aber egal, jetzt geht's erstmal an Schlafen. Du auch. Du bist da unten noch ein bisschen beschäftigt. Misha ist schon am Schlafen. Und Mike, du kannst jetzt eigentlich auch schlafen gehen. Komm, geh mal schlafen. So. Hä? Wieso schla... Hä? Wieso ist die Zeit denn langsam? Schlafen doch alle. Nee, nur du nicht, weil du noch auf Toilette musst. Na, blöd. So, jetzt aber. Und draußen schneit es wieder wunderschön. Ha, herrlich. Genau deswegen liebe ich die Sims 3. Es ist einfach so ein schönes Spiel. Man kann so viel erleben mit den eigenen Sims. Es ist herrlich. Okay, du musst ja morgen auch wieder zur Arbeit. Dann darfst du duschen und dann darfst du ein Frühstück. Oh. Dann darfst du ein Frühstück servieren, nämlich Pfannkuchen. 5 Uhr und 5 Uhr. Okay. Okay. Magst du das Bett machen oder nicht? Nein, du magst es nicht machen. Dann mach mal ja doch Outfit wechseln, Alltag. Und dann darfst du gleich duschen gehen. So, hier hingehen. Weil Igor wird nämlich kochen. So, wunderschön. Misha pennt. Muss allerdings jetzt gleich sozial auftanken, Hunger auftanken.
Und vor allem kratzen. Dann darfst du jetzt als erstes kratzen, dann darfst du fressen und dann darfst du dich ein bisschen mit Mike beschäftigen. Und auf Toilette musst du auch noch. Eieiei. Nehmen wir mal ein Tellerchen davon. Dann ist gleich die Welt wieder ein bisschen besser. So, Misha, jetzt noch ein bisschen Kontakt knüpfen. Dann ist alles gut. Ah, genau, den Napf füllen. Dann möchtest auch du auf Toilette benutzen. So, das war das noch. Und dann ist eigentlich auch schon alles so gut wie gut. Kannst du auch Computerspiele spielen? Computerspiele spielen. Mike, mach auch noch mal ein bisschen mehr hier mit. Freundlich anbellen, freundlich Kontakt knüpfen. Ein bisschen herumblödeln geht auch. Danach darfst du auch arbeiten fahren. Und du darfst jetzt schon arbeiten. Arbeiten. Mischa weiß, hat das Merkmal verspielt erhalten. Finde ich gut. So, und du auch. Legt man uns dann zu, Igor. Was ist denn mit dir los? Oh, du möchtest unbedingt auf Toilette. Dann hierhin pieseln. Und dann darfst du nach Hause kommen und kauen erst einmal. Misha, brauchst du irgendetwas? Auf die Toilette musst du, und das machst du auch schon. Perfekt. Und dann kannst du auch erstmal ein bisschen kratzen. Und ein bisschen fressen. Ja, und sozial muss man auch eigentlich auch langsam wieder auftanken. Können wir aber gleich auch noch ganz in der Ruhe machen. Spürnasenarbeit. Schließ den Fall im Rathaus ab, bevor die Zeit abläuft, um eine stattliche Geldsumme zu kassieren. Das ist gut. Zwischen 18 und 23 Uhr. Das machen wir auch direkt heute Abend. Dann haben wir es nämlich erledigt. Und dann ist auch gut. Wo rennst du denn hin, Mischa? Oder was rennt hier gerade entlang? Ach so, ein Waschbär ist es. Zeitung reinbringen. Oh, das finde ich aber gut. Das finde ich richtig gut. Und dann erstmal Loch graben. Nein. Du brauchst ein bisschen Zerstörung. Dann nehmen wir hier das Spielzeug in den Mund und kau mal ein bisschen darauf. Ja, sozial. Dann kümmern wir uns erst ein bisschen um sozial. Dann streichen wir nämlich das hier. Anscheinend kommst du da nicht dran. Räumen wir das mal ein bisschen auf Seite und dann geht das. Die sind alle noch schon am Arbeiten hier. Na, wunderschön. Oh, da hat sich Misha gerade hingelegt. Fand ich auch gut. Es ist wirklich herrlich hier. Ach. Ich könnte hier wirklich stundenlang sitzen und denen zuschauen. Das ist wirklich herrlich. Aber leider ist diese Folge hier wieder vorbei. Ich danke euch immer sehr herzlich dafür, dass ihr hier 20 Minuten wieder hier rumgesessen habt.
Ich fände es auch cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und zwischen den Folgen habt ihr jetzt Zeit für einen Kommentar, für ein Abonnement und für ein Like. Und dann wünsche ich euch alles Gute und ciao.